Herr Seelhoff, bitte den Zeugen Erich Neuner. Zeuge Neuner, bitte. Herr Neuner, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Als Zeuge vor Gericht muss man die Wahrheit sagen. Sie könnten auch vereidigt werden, das wissen Sie sicherlich. Ich bräuchte zunächst Ihre Personalien. Sie heißen Erich Neuner, ist der volle Name? Ja. Sie sind 32 Jahre alt, Dresden geboren und leben jetzt in Berlin. Ja. Von Beruf? Schauspieler. Schauspieler. Familienstand? Ledig. Und mit der Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert? Nein. Ja, wir haben von der Angeklagten bereits gehört, was in dieser Vorstellung so normalerweise hinter diesem Schattenriss stattfindet. Ja, dann erzählen Sie uns bitte mal, was in der Vorstellung vom 10. September vor sich gegangen ist. Ja, das ist im Prinzip ganz einfach. Normalerweise holt Natascha, also Frau Kuhner, in dieser Szene einen Plastik aus meiner Hose raus und sie tut so, als würde sie mir einen blasen. Aber an diesem Abend, an diesem speziellen Abend, hat sie diesen Plastikdildo einfach zur Seite gelegt. Und sie hat meinen echten aus der Hose geholt. Und sie hat mir echt einen geblasen. Obwohl ich das nicht wollte. Herr Neuner, mal unterstellt, dass das so passiert ist, wie Sie uns das schildern hier. Warum haben Sie sich da nicht gewehrt? Ich meine, wenn Ihnen so etwas Schreckliches passiert als starker Mann, hätte man sich doch dagegen wehren können. Was heißt hier wehren? Ja, wie denn bitte? Wie stellen Sie sich das vor? Also zuerst mal muss ich sagen, bin ich natürlich vollkommen perplex gewesen. Das ist doch hoffentlich verständlich und naheliegend. Man ist wie vor den Kopf geschlagen. Damit rechnet man einfach nicht. Und zweitens, das muss ich einfach dazu sagen, damit das vielleicht klarer wird, hat sie mir einfach brutal in die Eier gekniffen. Verstehen Sie? Sie hat mich einfach voll am Sack gehabt. Verstehen Sie, was ich sagen will? Das tut einfach weh. Das sind höllische Schmerzen. Und ich konnte nicht mal richtig Luft holen. Wissen Sie, wenn Sie eine Frau so am Wickel hat, dann sagen Sie nicht mehr viel. Also Sie haben das dann einfach über sich ergehen lassen? Was heißt hier über mich ergehen lassen? Immerhin sitzen ungefähr 700 Leute im Zuschauerraum. Wir sind mitten in einem Stück. Das Stück muss weitergehen. Was soll ich denn tun, bitte? Gibt es denn irgendeinen bestimmten Grund, warum die Frau Kuhner zu solchen ungewöhnlichen Maßnahmen greifen sollte? Wahrscheinlich war sie einfach sauer auf mich, weil ich mit ihr Schluss gemacht habe und weil ich jetzt mit Evelyn zusammen bin. Der spinnt doch. Ganz ruhig. Irgendwie muss es sie doch auch erregt haben. Immer vorausgesetzt, es war so. Es hat anscheinend alles funktioniert, wenn wir uns Ihre Schilderung anhören und auch in die Ermittlungsakten schauen. Trotz der Schmerzen, die Sie uns hier schildern, das kann ich irgendwie nicht ganz glauben. Manchmal hat man sich nicht ganz im Griff, okay. Aber verstehen Sie, vom Kopf her wollte ich es mit Sicherheit nicht. Ganz sicher nicht. Naja, aber es ging hier ja nicht um den Kopf nur. Es ist schon im Grunde schwer nachvollziehbar, denke ich, dass es letzten Endes zum Samenerguss kam. Das war wohl so, oder? Verstehen Sie, wir hatten eine ziemlich lange Zeit zusammen. Die sexuelle Beziehung war wichtig. Da muss man sich nicht besonders Mühe geben, wenn man dann einfach den Dingen so erliegt. Oder wie soll man das sagen? Ich meine, es ist einfach eine... Kann man vielleicht sagen, Sie wollten es anfangs nicht? Oder wollten Sie es überhaupt nicht? Nein, ich wollte es nicht. Sie wollten es nicht. Noch Fragen an den Zeugen? Frau Staatsanwältin, Herr Verteidiger, bleibt als Geschädigter 61 Ziffer 2 StPO unbeeidigt. Herzlichen Dank. Nehmen Sie bitte hier hinten Platz.